Herr Patrick, was sagst du zu unserer Situation? Ja, Leute. Aktuell sind wir auf dem Donnerberg. Donnersberg. Wir wollten eigentlich eine Tour machen heute, aber ich bin dran in der Treibjagd. Ja, wir sind jetzt hier extra anderthalb Stunden Auto gefahren, extra zum Donnersberg. Jetzt erklärt uns hier so ein Förster-Heini, dass sie hier unbedingt Tiere abschießen wollen und wir uns hier in Gefahr befinden. Aber ich glaube, wir gehen das Risiko ein, oder? Nee, genau. Wir können das zurückziehen. Ja. Ja. Ja, Leute, wir sind heute in der Pfalz unterwegs. Genauer gesagt auf dem Donnersberg. Und wollten eigentlich mal oben eine große Runde drehen. Euch die Sehenswürdigkeiten, die schönsten Plätze hier zeigen. Tja, und jetzt, ist hier eine Treibjagd. Ja, und ihr habt schon gesehen, wer dabei ist. Der gute Patrick von 1, 2, 3, schon unterwegs. Hey, so Leute. Sieht's aus. Und wir gehen jetzt etwas hier diesen Keltenweg entlang bis zum ersten schönen Aussichtsplatz. Genau. Die Hunde hört man hier schon überall im Wald. Die Treibjagd hat begonnen. Aber wir leben gerne gefährlich. So sieht's aus, heute oder? Heute YouTuber gejagt. Ja, Leute, ihr seht's, es ist arschkalt hier oben, so minus 6 Grad heute, aber wenigstens, glücklicherweise, scheint die Sonne. So, also wenn alles gut läuft, dann laufen wir jetzt von hier aus zum ersten Aussichtspunkt, zum Königsstuhl hier, und von da aus geht's dann, wenn wir es schaffen, nach Falkenstein zu dieser Ruine, dann zur Kupferberghütte und dann wollten wir noch hier irgendwo in der Richtung den Adlerbogen mitnehmen. Ich sehe ihn jetzt gerade nicht, aber ich hoffe, wir schaffen das alles heute. Oh, da fällt schon. Hast du gemerkt? Da fällt schon das Eis von den Bäumen hier. Ja, das ist der Sendeturm des SWR auf dem Donnersberg. Können wir leider nicht so groß filmen. Hier laufen überall Leute rum und sind am Arbeiten. Deswegen geht es für uns jetzt direkt weiter Richtung andere Sendeanlage, die jetzt hier vorne kommt. Ein Wildschwein. Das gibt's doch nicht, ey. Die treiben hier die Wildschweine über die Straße. Lauf, lauf, die kommen. Das könnte heute noch sehr interessant werden, Patrick. Da läuft es. Och, guck mal, das ist ja noch ein ganz kleines. Ja. Ey, ich kann doch nicht die kleinen Wildschweine hier erschießen. Das geht gar nicht. Ja, die Schweine haben halt alles. Das ist sehr schade, sowas. Ich mag keine Jäger. Ganz und gar nicht. Krass. Wie oft hast du schon eine Wildschwein hier in schon ein, zwei Mal halt. Ah. Okay. Leute, jetzt wird hier auch geballert. Ja. Fuck. Patrick. Was soll denn passieren? Ja, wir laufen trotzdem weiter. Genau. Hoffentlich erwischt uns kein Querschläger oder so. Ja, das war mal irgendwas von Amis gewesen, glaube ich. So ein Sender von den Amis früher. Ey, hier geballert wird hier ohne Ende. Hier wird scharf geschossen, Leute. Es wird scharf geschossen. Der Patrick und ich, wir leben gefährlich heute. Die Treibjagd auf dem Donnersberg ist im Gange und wir sind mittendrin. Ja, wir haben es jetzt dazu entschlossen, einfach mal immer viel zu reden, viel Krach zu machen. Dann werden sich die Tiere von uns fernhalten und wir versauen den Förstern und Jägern hier hoffentlich so ein bisschen die Tour, weil wir sind beide Tierfreunde und Treibjagden, davon halten wir so absolut gar nichts. Aber jetzt erklimmen wir erstmal zusammen hier den Königsstuhl. Geil, oder? Hoch auf dem Donnersberg, hoch über den Wolken. Ist das geil, Alter. Was für eine... Boah.
Ja, die Aussicht könnte sogar noch ein bisschen besser sein, muss ich sagen. Aber ich muss auch sagen, ich bin durchaus zufrieden mit dem, was ich hier sehe. Ja, cool. Richtig cool. So, hier kann man dann praktisch den ganzen Weg, den wir gekommen sind, wieder zurücklaufen über diesen Keltenwall hier. Das werden wir aber jetzt nicht tun, weil für uns geht es jetzt Richtung Burgruine Falkenstein. Ich hoffe, das ist der richtige Name von der Burgruine. Die muss jetzt erstmal gefunden werden. Ja Leute, es wird tatsächlich hier vereinzelt weiterhin geschossen. Aber der Patrick meint, es wäre weit genug weg. Insofern bin ich beruhigt. Anscheinend kennt er sich aus mit Schießeisen. So, der Patrick hat recherchiert über Google Maps. Bis zur Burg Falkenstein haben wir jetzt noch ungefähr knapp 5 Kilometer. Da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Es wird nämlich heute früh dunkel. Das auf jeden Fall, ja. 5 Uhr. Im Moment ist es hier so ruhig, dass man die Bäume knacken hört. Wir haben wohl die Tiere hier in der Gegend größtenteils verscheucht. So Leute, kein Plan, wo wir jetzt hier sind. Ah, okay, doch. Donnersberg Parkplatz, 3,6 Kilometer. Trotzdem immer noch keinen Plan, wo wir jetzt hier sind. Hier, da vorne ist das Wanderwegschilder. Auch gerade gesehen. Auf jeden Fall geht es für uns hier jetzt in diese Richtung weiter. Richtung Burgruine Falkenstein. Aber die Aussicht hier ist wirklich sehr, sehr nice. Pfälzer Höhenweg. Sehr cool. Dein erster Pfälzer Wanderweg, den du jemals in deinem Leben betrittst, oder? Richtig geil. Das mit dir. Oder besser, ey. Der Patrick war nämlich noch nie in der Pfalz. Noch nie, oder? Nee, noch gar nicht. Krass. Pfalz-Premiere. Der erste ernstzunehmende Aufstieg für heute. Könnte man ins Schwitzen geraten vielleicht. So Leute, noch etwa 400 Meter, dann hätten wir die Burgruine erreicht. So. Da hätten wir die Burgruine. Es geht ja direkt schon mal gut los hier mit diesem dunklen Gang. Ohohohoho. Ein Kerker. Not bad. Sehr schön. Sehr schön erhaltene Burgruine. Und Patrick, was sagst du? So viel habe ich ehrlich gesagt gar nicht erwartet hier. Ja, bin beeindruckt. Mit einem wunderschönen Hof hier vorne. Richtig geil, Leute. Die Burg auf dem Schlot. Na, was haben wir denn hier? Gibt es hier unten einen weiteren dunklen Durchgang?
Tatsache. Das muss ich mir jetzt auf jeden Fall auch mal anschauen. Aha. Ja, wow. Also wirklich mit so einer geilen Burgruine habe ich nicht gerechnet. Ich habe die Bilder im Internet gesehen. Die haben mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, aber das hier ist ja schon mal richtig geil. So, die geht es dann auch noch mal rum. Die ist richtig groß, Leute. Das lohnt sich ja richtig, hier hinzukommen. So, hier haben wir dann nochmal diesen Eingang, den ich eben schon mal gesehen habe. Das ist aber nichts Besonderes hier. Ein dunkles Loch. Ja, der Patrick und ich, wir geben definitiv einen Daumen nach oben. Auf jeden Fall. Richtig Burgruine, echt top. Und die Aussicht von hier ist auch super schön. Ist mega. Ja, wenn ihr mal hier am Donnersberg seid, solltet ihr euch diese Burgruine hier auf keinen Fall entgehen lassen. So, da hochklettern wir jetzt nicht mehr. Wir haben keine Zeit für Experimente. Heute wird es früh dunkel. Winter doch sein kann. Hier. Total vereist. Und dahinter läuft das Wasser runter. Das Wasser noch. Sieht richtig aus dem Wasser, was hier drunter läuft. Mhm. Hammermäßig, das hier, die Eiszapfen hier. Richtig dicke. Ein Kirchturm. Wo ist die dazugehörige Kirche geblieben? So, jetzt geht's hier Richtung Kupferberghütte Imsbach. Nachdem wir uns dank meiner Wenigkeit erstmal gerade um so einen Kilometer verlaufen haben oder so. Das hat uns jetzt locker mal wieder eine halbe Stunde Sonnenlicht gekostet. Könnte sein, dass wir den Adlerbogen heute nicht mehr schaffen. Unser erster Stollen. Wir sind in der Fledermaus-Schutzzeit, aber das hier ist natürlich kein richtiger Stollen. Ist nur so ein Loch, wie man sehen kann. Leute, das ist wieder mal die GoPro ausgefallen. Patrick traut sich rein. Patrick traut sich rein, bis in die hinterste Ecke. Komm Junge, gib alles. Ja, fast nicht stehen. Ja, fast. Ja. Ich war gerade auch wieder bei der GoPro. Da war ich echt technische Probleme. Gleich mit der GoPro. Aber ich habe noch das nicht mal jetzt mit der Lauf. Ja, ihr könnt es gerade sehen. Der Patrick ist jetzt in dem Stollen. Aber da ist dann auch schon wieder Ende, ne? Gerade sehr groß hier. Nee. Aber trotzdem cool, mal hier reinzugehen. Ja, auf jeden Fall. Übernachten. Das wäre natürlich eine Idee, hier drin mal zu übernachten. Ja, auf jeden Fall, doch nicht so schlecht. Why not? Das hier ist einer der spektakulärsten Gruben, die ich kenne. Wenn ihr euch das hier mal genauer anschauen wollt, die Katharinengruben sind das. Der Patrick ist absolut sprachlos. Stell dir mal vor, sich da runter abseilen, so. Ja, ist ja geil.
Ja, ich sage euch ja, Leute, das hier ist definitiv mal eine spektakuläre Grube. Auch hier geht's tief runter. Und der Patrick ist nicht schwindelfrei, möchte ich gerade mal erwähnen. So, das waren die spektakulären Katharinengruben. Jetzt geht's weiter zur Kupferberghütte. Schau mal, Patrick. Hier wird es jetzt so ein ganz bisschen klettersteigmäßig. Jetzt kommt auch einer mit der schönsten Abschnitte der ganzen Tour. So Leute, hier hat man nochmal einen schönen Blick auf die Grube Katharina die Zweite. Und hier nochmal der Blick auf die Grube Katharina 1. So, die nächsten schätzungsweise 1,5 bis 2 Kilometer bis zur Kupferberghütte, die wir jetzt noch vor uns haben, die sind absolut traumhaft. So Leute, dann schauen wir uns das mal hier gerade mit der Aussicht an. Okay, ein bisschen was sieht man ja tatsächlich noch. Ja, einfach nur herrlich. Jetzt schauen wir übrigens in Richtung Pfalz und in Richtung Kaiserslautern gerade. Hier können sich dann direkt mehrere Gruppen hinsetzen und die wunderschöne Aussicht genießen. Aber Leute, wir sind ja noch gar nicht an der Kupferberghütte. Hier unten, das ist übrigens Imsbach, was ihr gerade hier vor mir seht. So, hier hätten wir jetzt die nächste Grube. Und zwar der grüne Löwe. Kupferberghütte, wahrscheinlich unser letztes Ziel für heute. Den Adlerbogen heben wir uns für ein anderes Mal auf. Den werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Leider. So, nach geschätzten 17 Kilometern haben wir jetzt hier auch die Kupferberghütte erreicht. Und wie ihr sehen könnt, jede Menge Bänke. Ja, hier die Kupferberghütte. Wald hell und hier dann noch mal die wunderschöne Aussicht von der Kupferberghütte aus in die Pfalz. Und was hält der neue Pfälzer von der Pfalz? Patrick war ja noch nie in der Pfalz gewesen. Absoluter Wahnsinn. Ja. Absolut geil. Deswegen werden wir uns in den nächsten paar Monaten auch öfters mal hier in der Pfalz aufhalten. Das auf jeden Fall. Ja, und schauen, zeigen euch dann noch so ein paar spektakuläre Wanderwege, Burgruinen, Felsenpfade und was es sonst noch alles in der Pfalz gibt. Hiermit wäre dann schon mal ein Anfang gemacht. Und ich bin froh, dass der Patrick sich begeistern konnte. Das ist eine geile, große Freude, um dir mitzukommen. Ja, super. Vielen Dank. Ach ja, eins wollte ich noch sagen. Wir hoffen, wir haben den Jägern und Förstern die Treibjagd richtig schön versaut, oder? Sieht man schon. Wir haben auch genug. Wir haben auch genug Krach gemacht, ne? Genau. Ja, Leute, so sieht das aus, wenn man durch den dunklen Wald läuft. Man sieht überhaupt nichts. Gott sei Dank bin ich nicht alleine heute. Und der Patrick und ich, wir haben jetzt so schnuckelige 5 Kilometer vor uns. Ja. So, Leute. Nach 26,4 Kilometern, 6,5 Stunden fast ununterbrochen laufen und, und 750 Höhenmetern sind wir jetzt finally um kurz nach 6 back at the car. Ich weiß nicht, ob er die Karre noch sieht. Gehen wir mal ein Stück drauf zu. Wahrscheinlich eher nicht.
jetzt vielleicht so ein bisschen. Ja, und nach einer Stunde oder anderthalb Stunden durch den dunklen Wald laufen, sind wir jetzt hier am Parkplatz angekommen. Unsere Odyssee ist vorbei. Endlich. Die Treibjagd ist auch Gott sei Dank vorbei. Und wir sind einfach nur noch fix und fertig. Eben. Ja, dafür dürft ihr mir und dem Patrick gerne mal ein paar Likes da lassen. So 100 wären nicht schlecht oder so. Ja, das wäre schon geil, Leute. Ja. Ansonsten danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.